Aber es ist auch so, dass wir dann gleich überall die kriminellen Netzwerke haben und nicht erst wieder neu ergründen müssen. Klar, wir haben jetzt keine Sendeleistung mehr, aber ich gehe davon aus, dass wenn wir diese große Mission abgeschlossen haben, dann auch endlich Ruhe ist und wir uns darum kümmern können, neue Forscher mit reinzuholen, neue Forschungen abzuschließen. Und da freue ich mich am meisten drauf, ehrlich Leute. Es wird Zeit. Es wird definitiv Zeit. Sehr gut. Verfolge das Signal auf der Weltkarte. Ja, ich höre piep, 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 piep. Das Signal, das hat mich lieb. Das ist Trümmerbola. Wo ist das Signal? Da ist das Signal. Und da ist auch gerade keiner. Sehr schön. Wir brauchen 3 weitere Partylöwen. Das gibt's doch nicht. Ja, weil wir noch nicht genug durch die Gegend geschickt haben. Ich bin so froh, dass wir die auf 10 erhöht haben. Ja, wir haben jetzt überall kriminelle Netzwerke, aber es gibt kein Achievement dafür, so wie es aussieht. Na gut. Schade. Es wäre eigentlich ein Achievement wert, meiner Meinung nach. Denn das hinzukriegen ist ja schon sehr erstaunlich. Man darf nicht vergessen, es wird ja dann auch immer mehr Argwohn und wer möchte schon den ganzen Argwohn haben? Ich. So, komm schon, die letzten beiden Partylöwen. Und ich gehe jetzt hier nicht von der Karte runter. Nachher kommt hier wieder irgendein Bösewicht und dann habe ich wieder voll die Hinternkarte. Um nicht zu sagen, die Arschkarte. Und ja, das darf man auf YouTube sagen, wenn man es so markiert. Ruckel, ruckel. So ruckelt's nicht doch auch leicht. Na gut, ist aber noch im Rahmen. Ist noch okay. Ach so, die haben wir schon. Ach Mensch, na denn. Hinder! Gott, völlig ablenken lassen. So, jetzt gehen sie los. Jetzt sind alle unterwegs. Nix los in der Hose. Hier ist auch alles in Ordnung. Wir können im Moment nicht weiter forschen. Und ich bin gespannt, ob wir damit schon die Hauptmission abschließen. Beziehungsweise diesen Step der Hauptmission. Die entdeckten Wanzen schickten Signale an einen internationalen Kommunikationsknotenpunkt. Lass ein Team herausfinden, wo er sich befindet. Ein Abhörgerät, das in deinem Unterschlupf deponiert wurde, deutet auf einen ehemaligen Freund hin, den totgeglaubten John Steele Senior. Falls er am Leben ist, könnte er alles gefährden. Du musst der Sache auf den Grund gehen. Jetzt ist die Frage, hat er etwa wieder Wanzen implementiert? Wir hatten schon mal alle entfernt. Aber nee, hat er nicht. Da wurde ich ja freundlichst darauf hingewiesen, dass hier noch irgendwo eine hing. Oder da hinten, glaube ich. Boah, das leckt immer mehr. Ist das normal? Ich glaube, ich muss bald auf die Vulkan-Version schalten. Denn die ist ja für stabileres Spielen gedacht. Sehr schön. Schließe das Forschungsprojekt Mini Venom ab. Okay. Mini Venom gefällt mir. Jetzt machen wir alles an der Datenbank. Das dürfte auch relativ fix gehen, dadurch, dass wir 3 Datenbanken haben. 1, 2, 3, 4. Oh Gott, ist das grausam. Seid ihr gemein. Aber ich kann jetzt auch nichts anderes mehr machen. Das Einzige, was wir machen könnten, ist vielleicht mal unser Büro ein bisschen weiter auszubauen, aber das ist eigentlich schon gut ausgebaut. Ich bin da relativ zufrieden. Ich würde jetzt auch ungern noch mehr Genie-TV hier mit hinbauen. Ihr seht ja selber, es wird aktuell nicht so stark genutzt. Gegebenenfalls können wir nochmal irgendwann was Neues hinstellen, aber so viel Neues gibt es auch nicht. Wir haben auch nicht noch mehr Schergen. Wir könnten aber noch mehr Schergen mit dazu holen. Dann haben wir wenigstens was zu tun. Nee. Bewegen. So. The heat at the criminal network has attracted the forces of justice.
Ja, und wenn schon. So, da passt auch noch ein Spind hin. Den habe ich vergessen das letzte Mal. Aber das geht soweit. Alles bestätigen. Okay, ich glaube, wir haben's. Jetzt ist nur die Frage, ob das soweit reicht. Your minions are in combat. Wo denn U schon wieder? Ach, da oben. Ja, Furukawa. Halt dich doch einfach fern. Waren das jetzt Soldaten oder Ermittler? Haben die etwa schon wieder geschossen? Das dürfen die doch gar nicht mehr. Wurde doch ausgepatcht. Oder er hat den Patch nicht genommen. Für diesen Spielstand. Das kann auch sein. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Offensichtlich sind unsere Lohnkosten relativ hoch. Wenn wir jetzt nicht irgendwie noch eine extra Aufgabe haben, kommt das Geld kaum noch hinterher. Im Gegenteil, wir haben sogar ein bisschen Minus gemacht. Und ich glaube nicht, dass das nur durch die Forschung kommt. Grabe einen Eingang auf der mittleren Ebene der Doomsday-Höhle. Hier drüben? Da muss ich erstmal hinkommen. Ich kann hier keine weitere Treppe hinbauen, das ist doof. Vielleicht kann ich hier eine noch mit unterbringen. Müssen wir mal gucken. Das wird nichts. Bewegen. Ich glaube nicht, dass das für eine Treppe reicht, oder? Und vor allem klappt das da nach oben hin? Schwierig. Sehr schwierig. Wir werden es versuchen. Ja, es geht nicht wegen der Tür, das war klar. Warte, dann stelle ich das Gefängnis ein bisschen um. Nö, funktioniert wieder nicht. So, dann stehen sich die Gefängnisse halt gegenüber, ist nicht schlimm. So. A criminal network has too much heat and has locked down. Okay, das braucht vier Plätze. Das heißt, wir müssen die drei jetzt noch einmal mit Erde vollschütten. Und dann bewegen wir das Teil dort mit hin. Okay. Jetzt haben wir's. Gut, dann kann ich hier nämlich die Treppe bauen, ohne Probleme. Genau, bestätigen. Fehler. Ach so, wegen dem da hinten. Ja, dann macht das Ding zu. Ist nicht schlimm. Okay, und dann kommen wir hier wenigstens schon mal in die nächste Etage. Also wir kämen auch hier in die nächste Etage, aber ich möchte jetzt nicht so einen langen Gang buddeln. Das wäre mir dann doch ein bisschen viel. Guti. Und dann haben wir auch den Gang in die mittlere Ebene. Für Phase 2 fertig gemacht, was Venom angeht. Freut mich.
das ist gut. Das ist sehr gut. Wie sieht's hier unten aus? Die Treppe ist fertig. Nach oben hin wird nichts fertig gemacht. Doch, jetzt. Hat ein bisschen gedauert. Okay. Jetzt müssen sie erstmal hochkommen und hier weiter buddeln. Damit wir auch das hier fertig kriegen. Und dann fehlt nur noch Stufe 3. Da gehen schon wieder welche nach Hause. Ist okay. Und Stufe 3 dürfte dann auch die endgültige Stufe sein. Emma, ich glaube, du wirst hier dann auch gleich benötigt. Indeed. Indeed. In der Tat. In der Tat, ich tat's. Tada, tati, tatu, tatu, tatat. Tatit. Ja, wer kennt es? Ah, komm schon. Es dürfte nicht allzu lange dauern. Und vor allem bin ich dann auch gespannt, wie es weitergeht mit der Hauptmission. Wir sollen ja bloß diese 12 Felder weggraben. Ach, Mann, Mann, Mann. Ihr braucht aber auch lange. Das Problem ist, dass bei solchen Räumen natürlich die Schergen hier völlig ausgelastet sind, zu dritt. Denn die können ja nicht, die haben ja nicht mehr Platz. Die müssen ja zu viert hier oder alle vier Reihen irgendwie nach und nach wegmachen. Und dann würde es nichts bringen, hier 20 Schergen hinzustellen. Die warten, bis die erste Reihe weg ist, dann die zweite, dann die dritte und so weiter. Ist Blödsinn. So, geschafft. Emma, wir haben es geschafft. Die zweite Reihe ist fertig. Später abholen, einmal kurz gucken. Nebenhandlungen haben wir nichts verpasst. Dann speichern wir einmal. Goodie. Und geben die Aufgabe ab. Mom, all search parties have returned. We found no evidence of the original John Steele Sr. I was so certain. Well, no matter. I won't let my imagination get the best of me again. There's work to do. The lab reports the device is stable. Shall we resume firing? No. Even with John dead, someone is clearly watching us. We must exhibit restraint for now. But as we bide our time, we'll prepare. And when we fire the Venom device, no one will be able to resist us. Ah, was für eine wunderschöne Maschine. Wir haben es geschafft. Venom ist auf Stufe 2. Traumhaft, wirklich. Schalte neue Schergentruppen frei. Besitze 60.000 Gold im Unterschlupf. Konstruiere neue kriminelle Netzwerke. Schließe neue Forschungen ab. Schließe Beute-Nebenhandlungen ab. Das heißt, wir haben wirklich alles schon im Vorfeld fertig gemacht. Bis auf die neuen Schergentypen, die wir jetzt erst mit den neuen Nebenhandlungen freischalten können. Es ist wieder einiges dazu gekommen. Wir haben zwei neue Beutegegenstände. Wir haben zusätzlich jetzt auch diese Püppi hier. Wir haben die hohe Kunst des Diebstahls und das letzte Abendmahl, unser Unterweltboss. Endlich geht's auch an Fukukara. Genau. Wir kriegen die PR-Manager, wir kriegen die Biologen und wir kriegen die Attentäter. Und... brauche ich nicht. Ja, und damit können wir dann auch endlich weiter forschen. Glaubt mir, ich freue mich so megamäßig drauf. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Parts. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis gleich bei Evil Genius 2.